Hallo und herzlich willkommen zum 314. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Huxmaster Alexa. Hallo, hallo ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Huxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und diese Folge ist, glaube ich, Alexa bestimmt drei Years in the Making. Also ich glaube drei oder vier Jahre. Versuchst du mich zu überreden? <laughs> diese genau. Dinge, ich machen. Endlich ja. eine Folge zu machen, in der ich lauter <laughs> russische Namen aussprechen muss. Und ich habe jetzt ja mehrere Monate, nice gelogen, aber ich habe nochmal versucht, mit Google Translate möglichst dicht an die Originalaussprachen heranzukommen. Und wir hoffen, dass wir das nicht ganz falsch machen. Aber dazu gleich dann mehr. Ein Thema, was ich wirklich hochspannend finde. Und wir können das jetzt ja schon einmal anteasern, was ja Ende März tatsächlich dann auch zu einem Film No Less bei Apple Plus geführt hat. Und nachdem wir uns den Trailer angeguckt haben, haben wir gedacht, da machen wir eine Folge. Warum sagen wir euch dann aber auch gleich? Und damit machen wir erstmal ganz normal gewohnt weiter im Programm. Die Story der Woche. In der heutigen Story ähm, werde ich euch ein Geheimnis verraten. Und zwar das Geheimnis, wie ihr auf einem recht alten Canon-Taschenrechner Tetris spielen könnt. Oh. Wenn ihr so ein Ding zufällig noch zu Hause rumfliegen habt. Das geht nämlich relativ einfach. Man muss nur eine bestimmte Zahlensequenz eingeben und danach Plus und Minus gleichzeitig drücken. Die Zahlensequenz ist 153349. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Dann äh, erscheint wie von Zauberhand auf dem Display des Taschenrechners Tetris und ihr könnt es spielen. Wenn das und stimmt. Werdet ihn wahrscheinlich nie wieder aus der Hand legen. Hey, das, das ist wahrscheinlich <laughs> so die große Gefahr. Wenn es stimmt, was genau. du uns erzählt hast, äh, erfahrt ihr natürlich am Ende dieser Episode. Thema der Woche. ja was ihr da gehört habt und was euch jetzt wahrscheinlich den tag verdorben oh, die bilder habt bilder im kopf ja und auch die musik ja. im kopf ja. äh, seit wir diese folge vorbereiten kriege ich dieses lied nicht mehr aus meinem nein, kopf nein und du raus. singst es pausenlos möchte ich mal an dieser stelle bemerken manchmal pfeife ich es auch das stimmt <laughs> das macht aber nicht besser. <laughs> das macht nicht wirklich besser, das stimmt. Äh, was wir da gehört haben, ist das Lied Korobäinike. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Der Hausierer. Und das Ganze ist komponiert worden von Nikolai Nikrasov. Ähm, der hat dieses Lied 1861, geschrieben. 1861, ne? 1861 ist dieses Lied geschrieben worden. Und äh, dieses Lied äh, kennt natürlich jeder aus dem Spiel äh, Tetris. Insbesondere in der Fassung, die ihr da am Ende gehört habt, in einem kurzen Ausschnitt lustig ist hier an der Tatsache, wenn wir nochmal kurz auf dieses Lied eingehen, dass es um einen Hausierer geht, also so einen fahrenden Händler, der dann die dunkelhäutige Kaya äh, trifft und mit ihr sich, wenn ich das so richtig hier überblicke, in dem Text, in dem Gedicht, in einem hohen Roggenfeld vergnügt und danach ist der Korb gar nicht mehr so schwer, ja. den er trägt, obwohl er gar nichts verkauft hat. Also, das hat. ist die, die äh, 1900s äh, oder no, die Version aus dem 19. Jahrhundert von Ein Bett im Kornfeld oder, oder wie oder was? <laughs> ja, vielleicht, vielleicht könnte, man, könnte man das so sagen, genau. Aber es ist halt interessant, dass dieses Lied, das eigentlich für uns im Westen eher äh, unbekannt ist, mhm. tatsächlich äh, durch die Verwendung Insbesondere dann von Terras im Gameboy, äh, ja, einfach ins Gedächtnis eingezogen ist. Ja, ähm, es fällt natürlich im Augenblick in der derzeitigen Weltlage ein bisschen schwer, ähm, leicht, also mit einer Leichtigkeit über mhm. die russische Kultur zu sprechen wir werden das aber ähm, versuchen möglichst ähm, ohne zu übertreiben hier in diesem äh, in dieser Folge trotzdem zu tun, weil diese Folge eben Genuin was mit Russland zu tun hat äh, Wir kommen nicht natürlich nicht dran vorbei ähm, äh, Nur vielleicht der Hinweis, dass wir es nach Möglichkeit vermeiden wollen so eine eine ja eine ja, es zu romantizieren. Nee überhaupt gar nicht. Also wichtig ja noch mal, dass wir im Grunde genommen, präzise formuliert über die Sowjetunion sprechen. Mhm. Das muss man ja auch nochmal sagen, weil wir natürlich in die 80er Jahre hineingehen mit der Geschichte. Und wir können auch nochmal ganz kurz für all diejenigen, die sich auskennen, den Elefanten im Raum kurz ansprechen. Das Spiel Atomic Heart, ein ja, ähm, Spiel von einer russischen ähm, Entwicklerfirma. Die Ukraine ruft aktuell auf, dieses Spiel nicht zu kaufen weil so vermutet man die einnahmen aus den spielverkäufen direkt der russischen regierung dann am ende zufließen, die damit natürlich dann unter anderem äh, auch äh, den krieg in der ukraine weiterfinanzieren kann. Ähm, davon mal ab, dass es da wohl in teilen bei atomic heart auch darum geht, dass der kalte krieg eher zugunsten der sowjetunion ausgegangen ist. das ist alles aber nicht auch so so lustig. problematisch. in dieser zeit alles nicht so gut wir können aber sagen hier bei tetris, äh, wenn wir die geschichte aufrollen, ist es dann am ende so, dass man heute tatsächlich äh, wieder Tetris spielen kann, weil nach vielen Irrungen und Wirrungen im Grunde genommen jetzt das Geld, dem man zufließt, der äh, Tetris erfunden hat. Und, und der schon in den 90er Jahren Russland verlassen hat. hat genau. Äh, und da übrigens zu dem Zeitpunkt spätestens bis 1996 noch gar nichts dran verdient mhm. hat. Das ist auch ganz interessant. Aber wie, wie kommen wir überhaupt darauf, äh, eine Folge über äh, Tetris zu machen, über ein Computerspiel? Und warum ist das vielleicht in irgendeiner Weise historisch relevant? Also ich kann da jetzt nur aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ich weiß ja nicht, welche Jahrgänge ihr so alle seid da draußen. Also ich weiß noch relativ genau, dass meine kleine Schwester seinerzeit einen Gameboy hatte und somit auch Tetris. Und dass sie mir furchtbar leid tat, weil alle anderen in der Familie, äh gut, mein Vater hatte zu wenig Zeit, aber alle anderen in der Familie mit diesem Gameboy unterwegs waren und ständig äh, Tetris gespielt haben und sie einfach nicht mehr dazu gekommen ist. Das heißt, es war ihr Gerät. Aber sie hat es, wenn sie Glück hatte, mal für ein halbes Stündchen sich ergattern können. Und äh, den Rest der Zeit waren wir alle dabei, Tetris zu spielen. Und ich weiß noch so genau, wie süchtig das gemacht hat. Also, das war schon fast äh, ein bisschen unheimlich, weil du das einfach nicht mehr aus der Hand legen konntest, das Ding. So ist es. Ich habe äh, natürlich auch Tetris ähm, äh, in den ausgehenden. Äh, Mitte bis 90, Ende ausgehende der 90er Jahre erst irgendwann gespielt, tatsächlich in der 3D-Variante Blockout, die hat mich dann irgendwann gefasst, da sieht man das Spielfeld von oben quasi in einer 3D-Würfel, die so runterfallen oder äh, ähm, Figuren, 3D-Figuren, äh, der, der eigentliche Tetris-Sturm ist an mir vorbeigegangen, weil ich auch gar keinen Gameboy hatte. Zur damaligen Zeit. Insofern war das nicht so zwingend. Äh, das Ding aber, wie du schon sagst, äh, das Spiel hat die Welt erobert. Und wir können ja mal zu dem Beginn gehen, weil das Interessante an Tetris ist tatsächlich die Tatsache, dass es einen Menschen gegeben hat äh, in der Sowjetunion in Moskau, nämlich Alexei. Pajitnov, der, äh, ich hoffe, ich habe es Pajitnov, Pajitnov ja. so. Muss man über dann, wir haben Pajitnov. Glaub ich, ja. ich muss es schaffen. <laughs> ähm, der hat das Spiel äh, entwickelt und der hat zu dem Zeitpunkt am Dorotnitzin Computerzentrum der Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Und jetzt sind wir mitten im Kalten Krieg. Äh, er hat 1984 das erste Mal dann ein Spiel angeschmissen, was dann im Grunde genommen die, Vers die spielbare Version von ähm, Tetris war. Er hat eigentlich in diesem Computerzentrum an künstlicher Intelligenz und Spracherkennung gearbeitet. Ähm, in Mitte der 80er Jahre war es natürlich so, dass wir uns logischerweise mitten im Kalten Krieg befunden haben und durch verschiedene Embargos war es so, dass ähm, der Sowjetunion... Computertechnologie aus dem Westen im Grunde genommen vorenthalten werden sollte. Das hatte natürlich Kriegsgründe im Grunde genommen, denn man wollte natürlich nicht, dass die Sowjetunion durch Verfügbarkeit moderner Mikrochips zur damaligen Zeit im Grunde genommen ja auch ihre Raketentechnologie weiterentwickeln kann oder verkleinern kann und besser gestalten kann. Insofern ist es so, dass wir Mitte der 80er Jahre in der Sowjetunion ein anderes Bild haben als im in der westlichen Welt. Computer waren eher selten verfügbar, MS-DOS-Geräte waren auch selten, es gab sie, aber eher selten. Und in dem Dorotnizing-Computerzentrum der Akademie der Wissenschaften war es zunächst mal so, dass es einen großen Mainframe-Computer gab. Also ein Computer, der war so groß wie ein Raum und alle, die da gearbeitet, geforscht und programmiert haben, mussten sich dieses Ding teilen und es war eben eingeteilt, von wann bis man wann diesen, diesen Großrechner benutzen konnte. Ähm, äh, Pajitnov hat dann irgendwann einen Elektronika 60 Computer, das war dann ein russischer Klon, man hat natürlich aus Verzweiflung in der Sowjetunion dann Computer nachgebaut bekommen und hatte einen eigenständigen Computer, was was für ihn natürlich von Vorteil war. Und wie gesagt, sein Auftrag war im Grunde genommen, KI-Systeme zu programmieren, die Spracherkennung betreiben. Und ja, Interesse daran hatte unter anderem natürlich der KGB an so etwas, weil man natürlich damit automatisiert auch Telefonate abhören konnte. Das heißt, dieses Computerzentrum ist, also wir sind richtig hinterm mhm. eisernen Vorhang. Und Alexej Pajitnov. Hat in seiner Freizeit dann im Grunde genommen mit ein paar Freunden zusammen begonnen, Computerspiele zu programmieren. Und jetzt kommen wir so langsam mal äh, zu Tetris, denn ähm, er war ein Freund von spielen was auch so ein wenig daherkommt, dass man in Russland Mitte der 80er jetzt nicht äh, die Menge an Spielzeug hatte und äh, dieses kommerzialisierte Denken, was wir im Westen hatten. Und ein beliebtes äh, Tüftelspiel der damaligen Zeit war Pentomino. Das war eben ein, ein, ein rechteckiges Feld und dann hatte man verschiedene, ja, so wie Puzzleteile, die tatsächlich so ein bisschen aussahen wie die Tetris-Stücke, die immer aus fünf äh, Quadraten bestanden, die verschieden kom kombiniert waren und die Aufgabe bei Pentomino war es, ähm, diese. Merkwürdigen Formen so in dieses Rechteck hineinzusetzen, dass es eine geschlossene Fläche gab. Aber das ist natürlich so, du, du packst die zusammen und das ist furchtbar toll, wenn du das dann geschafft hast, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Mhm. Genau wie bei Bilderpuzzeln, also genau. diesen berühmten Jigsaw-Puzzles, aber dann ist, ist es halt fertig ja. und bleibt so und dann kannst du dir das angucken und sagen, oh, wie schön, ich habe es geschafft. Und dann entweder du kippst es aus und machst alles wieder mhm. durcheinander, fängst mal von vorne an oder das war es dann halt. Genau, und das war jetzt nicht so spannend. Trotz allem hat äh, Alexey Pashitnov äh, als erstes Spiel sozusagen auf seinem Elektronika 60 dann äh, Genetic Engineering äh, auf Deutsch übersetzt, so hieß es, äh, programmiert. Und das war die genaue Umsetzung von Pentomino am Computer. Und genau wie Alexa sagt, das hast du dann einmal gelöst. Das war toll, dass man es am Computer spielen konnte, aber dann war der Spaß vorbei. Und da hat er dann, man muss tatsächlich sagen, den genialen Gedanken gehabt, äh, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir das ein bisschen anpassen, dieses Prinzip? Und hat dann eben keine äh, Pentominus genommen, sondern Tetraminus, also. Formen. Formen aus vier Steinen, genau. genau und hat auch die Anzahl ähm, der Kombinationen dann natürlich verringert. Also es gab dann zwölf Kombinationen bei Pentomino und sieben waren es dann hinterher. Und bei sieben waren hinterher so rum genau. Und ähm, dann hat er natürlich noch irgendwann die geniale Idee gehabt, dass die ähm, Zeilen, die man also vervollständigt hat, wo es keine Löcher gibt, dass die verschwinden. Und das ist natürlich der ultimative Garant dafür, dass du das Ding endlos weiterspielen kannst. Genau, also die, die Tetra zu bauen, hatte im Grunde genommen was mit Speicher zu tun. Das war zu komplex für diesen alten Computer, den er hatte. Deswegen musste er das vereinfachen. So ist es zumindest tradiert und übermittelt. Und die erste Version von Tetris war dann auch tatsächlich so, dass die Zeilen sich nicht aufgelöst haben. Das heißt, man hat diesen komischen Behälter gehabt, da fielen die Tetraminos runter. Die übrigens so aus so eckigen Klammern bestanden. Genau, weil der Rechner keine Grafikfähigkeiten hatte. Also im Grunde genommen echte Klammer auf und zu, stellte dann so ein Quadrat dar. Und man konnte sie drehen, das ging schon, aber die Zeilen lösten sich nicht auf. Und das war dann auch so semi spannend, weil das Spiel dann relativ schnell vorbei war. Und wie du schon sagst, dann kam ihm noch der geniale Gedanke, was passiert denn, wenn ich eine Reihe abbauen kann. Und dann passierte etwas, was ich sehr amüsant fand, denn äh, er hat dann angefangen, im äh, Computerzentrum das Spiel auf Disketten zu kopieren und seinen Kollegen zu geben. Und alle fingen an, wie süchtig äh, äh, Tetris zu spielen und fanden das total interessant. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch gar keinen... Punktesystem, also es gab keine Highscores, sondern generell Musik auch nicht. Natürlich nicht. <laughs> Grafik haben wir ja. gerade gesagt, dass es die nicht gab. Also es fielen diese Klammergebilde runter und alle waren völlig fasziniert davon. Das Ding ähm, äh, freute sich großer, äh, erfreute sich großer Beliebtheit im Computerzentrum. Das Problem war allerdings, dass man eben es nicht außerhalb spielen konnte. Pajitnov hatte so ein wenig die Fantasie, tatsächlich Spiele auch zu verkaufen wohl wissend, dass das... Dass er das gar nicht durfte. Er hätte ja gar keine Verhandlungen führen können. Genau, dass es auch gar nicht geht. Also in, in äh, der Sowjetunion wäre jetzt auch private Disketten per Zeitung zu verkaufen schon problematisch gewesen, weil natürlich der Markt komplett reguliert worden ist, auch innerhalb des Landes. Also gab es im Grunde nur so eine Tauschbörse und er wollte aber dann, dass möglichst viele Menschen äh, Tetris spielen und da kommt dann Vadim Gerasimov ins Spiel. Ein 16-jähriger Schüler, der, das ist eine Ganz interessante Geschichte. In der Schule ähm, offensichtlich zeigte, dass er gutes mathematisches Verständnis hatte, dass er mit Computern umgehen konnte. Und dann war das wohl, dass sein Förderer und Lehrer gesagt hat, komm mal mit in das Rechenzentrum und lern da mal Menschen kennen, die am echten Computer arbeiten. Das heißt, hier sieht man schon, dass man Talente in dem Bereich sehr früh sozusagen an die Thematik herangeführt hat. Und ähm, äh, Pajitnov und Gerasimov haben sich dann kennengelernt, fanden sich wohl auch nicht ganz unsympathisch, hatten einen dritten Partner an Bord und hatten dann die Idee, wir machen jetzt kommt viele Computerspiele und Gerasimov hat dann in kurzer Zeit, es gibt Stimmen, die sagen, Innerhalb eines Tages, andere sagen innerhalb weniger Wochen. Das werden wir vielleicht jetzt so gar nicht erfahren. Aber dann eine MS-DOS-Version von Tetris programmiert. Und das Spannende daran ist auch da noch keine Musik, aber zumindest schon mal Ton mit dabei, dass jetzt dadurch, dass MS-DOS natürlich verbreiteter war und es auch viele MS-DOS-Klone gab, das Spiel sich jetzt in der Sowjetunion plötzlich ausbreitete. Und äh, Pajitnov hatte dann schon mal mit dem Chef der Akademie der Wissenschaften gesprochen, hat gesagt, ja, naja, können wir das nicht kommerzialisieren? Und der hat gesagt, wie soll das denn gehen? Ähm, und dann hat Pajitnov gesagt, aber können wir wenigstens mal sagen, dass es hier aus der Akademie kommt? Und dann äh, führte das dazu, dass tatsächlich das Spiel an der Akademie der Wissenschaft entwickelt wurde. Aber es hat halt keinen interessiert, weil es Computerspiele in der Form gar nicht äh, gab. Und diese MS-DOS-Version ist jetzt durch ganz. Durch die ganze Sowjetunion gegeistert. Überall da, wo Computer vorhanden waren, hat man Tetris gespielt. Und dann ist es auch über die Grenzen, aber zunächst mal äh, im, im eisernen Vorhang verbleibend gewandert und das Spiel landete in Ungarn. Und das Ungarn war ja so ein bisschen das Tor zum Westen. Das hat man ja hinterher, wir haben das ja alle, oder fast alle von uns das jedenfalls die älteren äh, Ungarn in Erinnerung als ähm, ja Einfallstor auch dann für die Maueröffnung letzten Endes äh, als dann auch die DDR äh, zerbrochen ist und untergegangen ist 1989 und auch in Ungarn hat sich dieses Spiel großer Beliebtheit erfreut und dann kam jemand der für die weitere Geschichte des Spiels im Westen eine sehr sehr wichtige Rolle spielt, nämlich Robert Stein. Genau. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz auf zwei andere Dinge, damit man auch einordnen kann, warum Ungarn so ein Hotspot war. Ungarn hatte zur damaligen Zeit sich schon ein bisschen geöffnet dem Westen gegenüber. Und wir alle erinnern uns. Es gibt ja so, wenn man an die 80er Jahre denkt, so ein ganz paar ikonische Dinge, die wir alle hatten. Der Gameboy war das eine. Den hatte ich nicht. Was ich aber hatte, war ein Rubik's Cube. Den hatten wir alle. Der, das war auch so ein Exportschlager und tatsächlich ist auch der über Ungarn äh, in den Westen vertrieben worden. Das heißt, es entwickelte sich so eine Art Exportweg. Aus, äh, hinter dem kalten Vorhang her in den Westen und auch in der ganz neuen, frischen Computerspielindustrie. Und Alex hat es gerade schon gesagt, Robert Stein, ähm, der Chef der Computerspielfirma Andromeda Software, so hieß die damals, ein Brite mit ungarischen Wurzeln, der hat im Grunde genommen... Immer mal wieder Ungarn besucht, äh, hat sich dort mit Entwicklern getroffen und hat dort Verträge geschlossen, hat für günstige Geldspielideen eingekauft im Grunde genommen, um sie dann in Westen auf den Markt zu bringen für die beliebigen ähm, Heimcomputer, die man so alle äh, kennt und hatte. Und wie Alexa sagt, der sah dann irgendwann eines Tages bei so einem Besuch jemanden, der Tetris spielte. Wie das ähm, ja da so vor sich gegangen ist, das wird heute auch. Ich habe vorhin romantisiert gesagt, äh, das wird auch so ein bisschen romantisiert diese mhm. ganze Geschichte, mhm. wie er da ähm, überall Spiele sieht, die er irgendwie relativ interessant findet, aber dann irgendwie in der hintersten Ecke ist jemand, der Tetris spielt und es sieht aber eigentlich ganz merkwürdig aus und dann kommt er dahin und entdeckt aber, wie toll das ist. Also da wird auch ähm, in der Geschichte des Spiels wahnsinnig viel Legendenbildung betrieben. Inzwischen. Und dann war halt die Frage, wie kann man sich überhaupt die Rechte sichern? Und dann hat er gesagt, irgendwie, ja, dann muss ich mich halt nach Russland wenden und frage da mal an. Mhm. Und dann gab es ein riesen Missverständnis, was für Jahre hinterher noch ähm, für Ärger gesorgt hat. Genau. Also ähm, Robert Stern hat gesagt, irgendwie, ja, ähm, ich hätte da Interesse, ich finde das total gut, ähm, ich würde das gerne vertreiben. Und er hat sich dann an Paschitnov ähm, gewendet. Der hat gesagt, irgendwie, ja, danke für das Interesse, das klingt total spannend. Ähm, und ihm war natürlich klar, dass er überhaupt nicht derjenige war, der da hätte Verhandlungen führen können. Aber Robert Stein hat gedacht, ja, mündliche Vereinbarung, so lockere ähm, ja, Angebot und Annahme, Austausch. Nachrichten, die gibt es halt immer in meiner Branche, das machen wir jetzt einfach mal so. Und hat gedacht, er hätte sich da gerade die Rechte gesichert und mhm. dann ging das alles seinen Weg. Genau, denn äh, der ungarische Partner, bei dem er war, hat gesagt: Hey, gut, ich, ich habe da gar nicht die Rechte, das kommt aus äh, Moskau. Und äh, das ging per Telex, also weil man tatsächlich die Akademie der Wissenschaften ja auch erreichen konnte. Das war ja auch eine Zeit, wo man jetzt nicht sagen konnte, wie ist denn die Telefonnummer von Alexei Pajitnov, den rufe ich mal schnell an, sondern ein Telex eben an die Akademie der Wissenschaften. Und Mitte der 80er Jahre befinden wir uns auch in einer Zeit, wo noch nicht Hollywood-Schauspieler die Rollen gesprochen haben, in 3D-Anzügen gescannt für Computerspiele tätig waren, sondern wo zum Teil, tatsächlich so, äh, gerade in Großbritannien ist der Begriff bekannt geworden, äh, Schlafzimmerprogramm. Also wirklich junge Erwachsene, die noch zu Hause gewohnt haben. So das Pendant zur Garagenband oder ja, ja, ja oder Garagenentwickler wie wie ja, Bill Gates und mhm. und Steve Jobs nach, nachgesagt wird nicht. Die berühmte amerikanische Garage war die britte war das britische Kinderschlafzimmer und da war es völlig üblich zu sagen ja wenn der gesagt hat da habe ich Interesse dran dann mache ich das. Was passiert ist ist dass Robert Stein ähm, gleich mit zwei Partnern äh, dann äh, die Lizenz von Tetris, ohne es aber schriftlich das hatte, ähm, geregelt hat, nämlich zum einen mit dem mit der Spectrum Firma Holobyte? Spectrum Holobite? Genau, ja. mhm. Spectrum Holobite. Mirrorsoft, genau. Spectrum Holobite in den Vereinigten Staaten äh, als Partner, zu denen dann, äh, später wird das nochmal relevant, auch Atari gehört hat. Also die gehörten vertraglich zusammen. Und Mirrorsoft, Alexa hat es gesagt, in äh, Großbritannien. Und Mirrorsoft gehörte als ein Teil des Maxwell-Medienunternehmens, Robert Maxwell. Ja, und das, wir müssen ganz kurz sagen, das ist tatsächlich dieses Familienimperium, ähm, das auch so ungute Menschen wie Ghislaine Maxwell hervorgebracht hat. Mhm. Ähm, Ghislaine Maxwell, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist die Tochter von Robert Maxwell. Und die ist ja nun leider ähm, dadurch bekannt geworden, dass sie zusammen mit Jeffrey Epstein ähm, ja einen wirklich fast, man kann fast sagen, pädophilen Ring betrieben hat. Also dass sie wirklich Minderjährige auch in ähm, ähm, Situationen gebracht hat, in denen sie sexuell missbraucht wurden und ähnliche Dinge. Sie ist inzwischen auch verurteilt äh, deswegen. Und ähm, ja, also es ist natürlich äh, schwierig, von einer Person auf die ganze Familie zu schließen, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Clan, der sehr ungute Bekanntheit erreicht hat. Genau, also es war im Grunde genommen so, dass Mirrorsoft ganz viele Firmen da schon unter sich hatte. Also Spectrum Holobyte war eben die amerikanische Dependance äh, von Mirrorsoft. Und Maxwell, du hast es gerade schon gesagt, schon zum damaligen Zeitpunkt bis in die Hochpolitik verwickelt. Das heißt tatsächlich, der Firmeninhaber, der als einer der reichsten Briten auch galt, kannte zum Beispiel Mikhail Gorbatschow, bevor der dann später ja auch ähm, äh, die, äh, ja, den, den Wechsel in der UDSSR als Staatschef begleitete, äh, war er im Politbüro ein hohes Tier. Die kannten sich untereinander. Ähm, das heißt, äh, Robert Stein hatte sich im Grunde genommen formal eines der größten Softwarehäuser der damaligen Zeit zum Partner gemacht und auch relativ schnell begann es dann damit, dass Spectrum Holobyte in den Vereinigten Staaten und dann dementsprechend Microsoft in Europa begannen Tetris zu programmieren. Und äh, das folgende Foto ist ja auch dann die äh, Verpackung von Tetris, die allererste Version. Und das Spiel ist damals im Grunde genommen auch verkauft worden mit diesem Mysterium, dass es hinter dem eisernen Vorhang hervorgeholt worden ist. Und das ging sogar so weit, dass man, also die Verpackung hast du beschrieben, dass man da natürlich mit der russischen Kultur auch gespielt hat und das genutzt hat als Marketingtool. Mhm. Und die haben sogar Matthias Rust eingebaut mit seinem Flugzeug, der ja seinerzeit auf dem roten Platz gelandet ist. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man wirklich diese, diese Stimmung, die da auch gerade kippt, äh, ausnutzt und man schon das Gefühl hat: ich will es jetzt nicht übertreiben, aber dass zusammen mit dem mit der Ankunft von Tetris im Westen auch so ein bisschen generell eine neue Zeit äh, zu beginnen scheint äh, und sich da eine, eine Umkehr, eine, eine starke Veränderung der Verhältnisse auch ankündigt. Und das ist natürlich ähm, auch, historisch und kulturwissenschaftlich ganz spannend zu beobachten. Ähm, es war dann äh, so, wir werden äh, oder wir, wir setzen einen Link in die Quellen oder die Folge, ihr könnt tatsächlich die allererste Version von Spectrum HoloBytes inzwischen in einem in Browser spielen. Das müsst ihr euch noch nicht mal installieren. Und da seht ihr genau, wie Alexa es sagt, dann am Anfang einmal so eine kleine chessna am roten Platz vorbeifliegen im Titelbildschirm. Das ist natürlich die Anspielung an Matthias Rust. Und Irgendwann trat dann ein, äh, eine Firma äh, oder ein, ist es eine Firma? Ein, ein Staatsorgan? Ja, es, war, es war eine Staatsfirma. Firma, Einrichtung. Ja, nämlich ja. Elektrono -Org oder kurz Elorg auf den Plan, die dann irgendwann Robert Stein ein, ein Telex geschickt haben und gesagt haben: Entschuldigen Sie bitte mal. Was machen Sie da eigentlich? Genau. Sie verkaufen russisches Staatseigentum und Sie haben da gar keine Lizenz dafür, weil wir sind die einzigen, die Lizenzen für solche Dinge vertreiben können. Und da war Robert Stein erstmal ein bisschen geschockt im Grunde genommen und er hat sich dann relativ schnell auf den Weg nach äh, Moskau begeben, ist dann da auch eingeladen worden und hat dann mit Elorg verhandelt und einen Vertrag geschlossen und war dann auch ganz happy, weil er sagte, prima, ich habe mir jetzt die gesamten Rechte für Tetris gesichert. Und er ist damals auch davon ausgegangen, dass er auch die Konsolenrechte hatte. Jetzt müssen wir ganz kurz einen kleinen Schwenk machen. Mitte der 80er Jahre begann so der Nintendo Boom. Wir haben das Sterben der Videospiele, so einmal dieses, also dieses ET, äh, Drama, äh, der Tod der Videospiele mit dem Atari VC 2600, ähm, das war so ein Problem, da gab es eine Riesendelle, ein Spiel, was sehr viele Leute gekauft haben, extrem enttäuscht waren und dann ist dann für Atari sehr, sehr viel Geld verloren gegangen und dann begann aber mit Nintendo und dem NES der Aufstieg und zwar also ein raketenhafter Aufstieg, was Computerspiele ähm, angeht. Ich habe es gerade schon wieder gemacht, eigentlich ja Videospiele, muss man sagen. Und insofern war es jetzt natürlich von großem Interesse, Tetris auf Videospiele-Konsolen zu bringen. Und jetzt tritt dann Atari und da noch die Unterfirma Tengen auf den Markt die gerne das Spiel für den für das Nintendo für das Nintendo Entertainment System vertreiben wollten. Parallel zu diesen Entwicklungen, also die haben dann auch angefangen zu programmieren, das war auch alles klar, beziehungsweise sagen wir mal so, es gab dann zwei, drei Dinge, die parallel stattgefunden haben. Der eine Punkt, der stattgefunden hat, war, dass Robert Stein irgendwann sagte, ähm, beziehungsweise immer Anfragen von Elorg kriegte, weil die äh, Lizenzzahlungen nicht ankamen in Moskau. Und Die haben immer gesagt, entschuldigen Sie bitte mal, äh, wo ist denn eigentlich das Geld, was wir vertraglich in der, unserer Vereinbarung drin stehen hatten? Die hat er immer vertröstet. Parallel wurde es ihm ein bisschen heiß ähm, mit den Konsolenrechten, weil jetzt tritt eine weitere Person auf den, auf den Plan, nämlich Hank Rogers. Ein Tausendsassa, äh, muss man mal sagen. Ja, oder? der hat äh, auf einer Messe... Tetris entdeckt und dachte, das wäre das perfekte Spiel, um es in ein Bundle mit dem neu erscheinenden Game Boy zu legen. Mhm. Und ich finde es so, so super interessant, wie der Dialog äh, da beschrieben wird, als es dann ähm, darum geht, ähm, sozusagen, ja, einen Deal zu machen mit äh, Minoru A Arakawa, mhm. der ja der Gründer von Nintendo of America ist. Genau, der amerikanische. War, ja. Und der eigentlich sagte, wieso, wir brauchen keinen Tetris, wir haben doch Mario. Mhm. Und äh, dann Hank Rogers sagt, ja, das ist total gut. Und wenn du möchtest, dass kleine Jungs mit dem Gameboy spielen, dann legst du halt Mario damit ins Bundle rein. Und Wenn du aber willst, dass alle damit spielen, dann packst du Tetris dazu, weil Tetris ein Spiel ist, das äh, über sämtliche normalen Zielgruppen hinweg die Leute anspricht. Und ich würde fast sagen, dass da so eine Art Hellsicht bei äh, Hank Rogers vorhanden gewesen sein muss. Der hatte absolut den richtigen Riecher dafür, weil es nämlich tatsächlich... Nicht die üblichen Menschen sind, die Tetris spielen, sondern es sind tatsächlich einfach alle. Also es gibt natürlich auch genug Leute, die sagen, er hat mich nie interessiert, interessiert dieses Spielprinzip. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat er da einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Tetris gilt als eines der ersten Casual Games. Mhm. Und in der Zeit hat man sich ja schon auch Mühe mit Grafik und solchen Geschichten gemacht, auch wenn das natürlich aus heutiger Sicht eher primitiv ausgesehen hat und Tetris passt da eigentlich vom Spielkonzept gar nicht rein. Und es wurde gesagt, gut, wenn du die Rechte sichern kannst, die Handheld-Rechte für Tetris, dann mach das. Und, ähm, Hank Rogers hat dann noch überlegt und hat gesagt, na ja, eigentlich wäre es ja auch cool, wenn wir für den japanischen mhm. Markt Tetris als Rechte hätten, denn ähm, die Rechte waren ja bisher in äh, Großbritannien, Europa und Amerika vergeben, aber eben noch nicht für Japan. Und Hank Rogers hat dann etwas getan, äh, also hat dann auch Kontakt im Grunde genommen versucht aufzunehmen nach Russland, hat dann irgendwann erfahren, dass es wohl irgendwo L-ORG geben soll und dass man... Aber mit wo die sind, weiß keiner. Und der ist dann einfach dahin geflogen. Das, und das ist einfach, also... Der Film ähm, wird es ein wenig übertreiben, diese ganze Geschichte. Aber im Grunde genommen ist das so eine Räuberpistole, die da stattgefunden hat. Wir müssen noch ins Spiel bringen einen Herrn Belikov, der sozusagen auf russischer Seite die Verhandlungen führen musste. Für Elorg, genau. Äh, und der hat dann letzten Endes es mit drei Parteien aus dem Westen zu tun gehabt. Ähm, der Herr Stein ist dann nach Moskau gereist. Naja, er ist zitiert worden. Zitiert worden wegen der Lizenzgebühren, die genau. nie ankamen. Also der wurde quasi vorgeladen, obwohl er den Eindruck hatte, er würde über Rechte verhandeln. Ähm, Hank Rogers ist, hat sich dahin begeben und, und zwar mit einem Touristenvisum, völlig unter der Hand, ohne irgendwem Bescheid zu sagen, sämtliche Regeln brechend. Äh, und äh, Maxwell ist da auch noch äh, aufgetaucht. Mit seinem Sohn. Er hat genau. seinen Sohn Kevin Maxwell dahin geschickt von MirrorSoft. Und ähm, was wir noch äh, kurz äh, äh, erwähnen müssen, oder ich sage es einfach mal, da kann man sich das auch anschauen. Äh, wir werden das verlinken. Es gibt eine BBC-Doku über diese ganze Geschichte, die wir euch jetzt erzählen. Und da sieht man auch die äh, Home-Videoaufnahmen von Hank Rogers. Der hat nämlich da in Moskau bei seinem Besuch gedreht. Also es ist völlig abgefahren, Moskau äh, zu sehen dort. Vor dem Fall des Eisernen vorhangs. Vor ja. So und der ist im Grunde genommen, hat der sich dann, der hat gedacht, ich bin ein sympathisches Kerlchen, ich kann gut mit Menschen umgehen. Er hat natürlich viele Erfahrungen gehabt, weil er als Niederländer äh, verheiratet mit einer Japanerin in Japan auch gelebt hat. Dort ja auch für Nintendo gearbeitet hat, entsprechend aber auch Kontakt zu Nintendo of America dann immer mal wieder hatte. Also das heißt... Mit anderen Kulturkreisen, so sagt er von sich selber, zu verhandeln, das konnte er ganz gut. Das womit war eins seiner Talente. Womit er aber nicht gerechnet hat, war ähm, das hostile Environment, in das er da geraten ist. Und das ist wirklich ganz anschaulich, wie er da beschreibt, äh, dass sie einfach alle unfreundlich waren. Und er da überhaupt nicht zurechtgekommen ist und auch die Firma nicht gefunden hat. Und es war alles ganz schrecklich. Und dann hat er irgendwann eine Übersetzerin gefunden, die ihm da ein bisschen zur Seite gestanden hat. Und ist dann da einfach aufgetaucht. Und Bellikoff seinerseits wusste aber, dass er mit diesen Leuten jetzt verhandeln wollte, musste, konnte, wie auch immer. Aber es wäre besser, wenn die sich alle nicht begegnen. Denn Und hat dann angefangen, die irgendwie so aneinander vorbeizuschleusen, dass die sich nicht sehen. Genau, denn Hank Rogers lief auf bei Alloc bei einem Staatsbetrieb. Und stand da vor der Tür bei einem Unternehmen, wo normalerweise der KGB die Leute durchleuchtet hat, wo man eingeladen wird auf diplomatischen Weg, wo es lange Vorverhandlungen gibt, dass man da überhaupt hinfahren darf. Und der saß dann jetzt plötzlich bei denen da auf dem Flur. Und interessant war äh, folgendes: Er hat ähm, Bellikoff, eine Spielkonsole vom Famicom, also das Nintendo Entertainment System, was wir auch alle kennen als NES, äh, gab es in Japan nicht, sondern in Japan hieß es Famicom und äh, ist dann umdesignt worden für den Westen. Und er hatte eine Tetris-Spielkonsole dabei und hat gesagt. Die es aber auch schon gab, also das Ding war Atari. schon erhältlich. Genau. Äh, und das war auch nochmal so ein bisschen äh, gruselig, weil der Hank Rogers dann in diesem Gespräch erfahren hat, oh, das ist ja ganz nett irgendwie, dass es das gibt, aber dürfen Sie das überhaupt? Naja, Bellikoff <laughs> hat dann gesagt, Sie verkaufen da etwas, für das ja. Sie keine Rechte haben. Was passiert denn da gerade ja. im Westen? Ja. Und damit war... Für Hank Rogers jetzt folgende Situation da. Er wollte eigentlich ähm, für die Handheld-Rechte verhandeln. Hat dann von Belikov erfahren, der sagte: Hä, Sie haben, was haben Sie denn da? Spielekonsolen? Wir haben immer nur über Computer gesprochen. Mhm. Eine Spielekonsole ist kein Computer. Äh, insofern wird das illegal da verkauft. Und dann ist Hank Rogers äh, nach seinem Besuch rausgegangen mit der. Also er hat dann gesagt: Wissen Sie was? Wir machen folgendes. Ich mache Ihnen ein Angebot für die Handheld-Rechte von Tetris. Und wenn Sie wollen, können wir auch die Konsolenrechte für Japan uns äh, sichern oder generell die Konsolenrechte. Und dann hat der Belikow gesagt, und das ist interessant, dass er da so marktwirtschaftlich orientiert war. Wissen Sie was? Machen Sie mal ein Angebot, schreiben Sie das auf ein Stück Papier und kommen Sie morgen wieder. Und interessant daran ist, Alexa hat es gesagt, an dem Morgen, das ist eben. Da, Zufall, man weiß es nicht, aber wie auch immer, war es so, dass an dem nächsten Tag eben benannte drei Parteien auftauchten, nämlich Hank Rogers mit seinem Angebot, äh, Kevin Max, äh, als zweiter Robert Stein und mhm. als dritter dann Kevin Maxwell. Und Bellikoff hatte in dem Moment, wo Hank Rogers ihm diese Konsole, dieses Konsolenspiel gezeigt hat, verstanden, dass Elog, für die russische Regierung, und es ging ja auch um die Wiesen, das muss man ja auch noch mal sagen. Mhm. Natürlich hatte Russland Interesse daran, Devisen aus dem Westen zu bekommen, ähm, dass er im Grunde genommen mehrere, mehrere Rechte für ein Produkt verhandeln kann. Und wie du gesagt hast, er hat gesagt: Na gut, ist aber, wenn die das nicht wissen, dass die alle kommen. Und hat sie dann wirklich getrennt voneinander besucht und hat dann im Grunde genommen zunächst mal Hank Rogers als ersten eingeladen und interessanterweise äh, an dem Abend hat Hank Rogers sich mit äh, Alexei Pajitnov getroffen. Mhm. Es gibt auch ein äh, nettes Foto in einem CNN-Artikel von den beiden auf dem roten Platz. Also die haben sich richtig gut verstanden, weil ähm, Hank Rogers auch ähm, sagte, das war der einzige im Raum, der Ahnung von Spielen hatte. Also alle anderen die hatten zwar so ein vages Verständnis davon, dass sich damit Devisen erhandeln ließen, mhm. aber Pashitnov hatte halt ähm, wirklich ein Herz für das Spiel und wusste auch, worum es da auf inhaltlicher Ebene geht. Genau und er hat sich mit Rogers, weil Rogers auch ein bisschen programmieren konnte. Die haben sich super verstanden, die haben einen getrunken, die sind auch feiern gegangen und am nächsten Tag hat dann eben Hank Rogers ein Angebot für die für die gemacht. Und weitere Verhandlungen waren dann mit Robert Stein. Und da hat dann Bellikoff, und da gibt's auch, das sieht man in dieser BBC-Doku auch, weil man da die handelnden Personen sprechen hört und Stein ist da nicht happy, ähm, haben sie Robert Stein ein Stück weit über den Tisch gezogen. Jetzt kann man an der Stelle sagen, gut, Stein hat nicht pünktlich gezahlt, hat die ähm, Royalties nicht abgeführt, die Lizenzgelder sind gar nicht geflossen. Und Belikov hat dann im Grunde genommen ihm einen neuen Vertrag vorgelegt und hat gesagt: Hier, äh, es gibt ganz hohe Strafzahlungen, äh, wenn die Lizenzkosten nicht pünktlich jetzt hier in Moskau ankommen. Und das war ein, ja, ein Ablenkungsmanöver, weil er hinten im weiteren Verlauf des Vertrages ja, hat definiert hat. Er hat ganz genau beschrieben, wofür die Rechte sind und hat quasi aufgedröselt, worin das Gerät besteht, mhm. äh, auf dem dieses Ding. Ähm also rechtemäßig dann bei Robert Stein laufen darf. Und das war eben wirklich beschränkt auf einen reinen PC. Also da gab es auch von der Formulierung her nichts dran zu deuteln. Genau. Und weil es eben um diese Zahlungen ging und Robert Stein dann noch nachverhandelt hat und Bellikoff hat hier halt so hoch angesetzt, dass er wusste, ich kann dann nach, nach unten gehen. Und dann hat Stein wahrscheinlich geglaubt oder wird glauben, er hat gewonnen, hat Stein diesen Vertrag unterschrieben, ist weggegangen und hat damit im Grunde genommen... Ähm, ja äh außen vorgelassen ähm dass er ähm die Konsolenrechte hat. Ja, er hat hinterher, das kann man auch sehen, in einem Interview gesagt: Ich habe mich so sehr darauf konzentriert, das zu bekommen, was ich wollte, dass ich übersehen habe, was die wollten. Genau. Also da, das ist auch etwas, das hat er sich scheinbar selber nie verziehen, dass er da nicht genau aufgepasst hat, was den Vertrag angeht. So und Kevin Maxwell war dann der nächste, den sie da hingeschickt haben und dem, der war, dem war das alles ziemlich egal, weil dem hat Bellikoff dann die Konsole, das Konsolenspiel vorgelegt und hat Maxwell gesagt, das ist eine Raubkopie. Also niemand macht was ohne unser Wissen. Und damit hat dann belikow für sich den Schluss gezogen, der hat gar keine Ahnung, wovon er spricht. Und hat gesagt, gut, dann habt ihr ein Vetorecht, wenn ihr das wollt, wenn irgendwelche Angebote kommen und dann müsst ihr nur schnell sein. Und dann hat Maxwell gesagt, das ist in Ordnung. Und als letzter gab, war es dann Hank Rogers äh, am Ende in den Verhandlungen. Und der hat dann ganz klar zu Belikov gesagt, also mit dem Wechselunternehmen können wir nicht konkurrieren. Das wird nicht funktionieren. Aber wir werden verlässliche Partner sein. Und er hat dann das Angebot gemacht über 500.000 Dollar und 50 Cent pro verkauftem Spiel. Und ähm, es wird berichtet, ob das einen großen Einfluss hatte, weiß ich nicht. Dass dann nochmal Belikov mit Pajitnov gesprochen hat und der hat gesagt, also der Hank Rogers ist sympathisch. Mit dem würde ich am liebsten Geschäfte machen. Also, ob das so im russischen System Staat. Genau, ähm, mir erscheint, halte ich das für nicht besonders wahrscheinlich. Aber gut. So. Wir nicht reine Spekulation? Also war es dann so, dass am Ende äh, Hank Rogers mit den Handheld-Rechten abzog äh, und im Grunde genommen dann auch noch relativ schnell nachverhandeln konnte, dass die Konsolenrechte an Nintendo fließen. Und dann gab es nochmal einen Riesenknall und eine mhm. Gerichtsverhandlung ja, kann man fast gar nicht sagen, aber es gab eine, eine Klage. Lass uns ganz kurz vorher noch sagen, als es dann rauskam, dass also die Konsolenrechte flöten gegangen sind und die handheld flöten gegangen sind, hat Robert Maxwell noch mal erst mal sich äh, ins Zeug geworfen und hat Alloc und auch Belikov, dann hat er herausgefunden, wer die Verträge unterschrieben hat, massiv unter Druck gesetzt und hat gesagt, ich werde mit Michael Gorbatschow reden und äh, wir müssen diese Rechte behalten und Belikov auch in diesem Interview der BBC. Sagt, naja, je nachdem, wie das gelaufen wäre und auch schlecht hätte laufen können, wäre ich wahrscheinlich von der Bildfläche verschwunden, wenn das nicht gepasst hätte. Und er sagt ganz klar, wenn das nicht 1989, als im Grunde genommen der Eiserne Vorhang eh schon fiel und die Sowjetunion kurz vorm Kollaps gestanden hätte, wäre das wahrscheinlich auch passiert. Denn Maxwell drohte damit, dass er ähm, darüber mit Gorbatschow bei einem Besuch Gorbatschows in Großbritannien sprechen wird. Das hat dann auch stattgefunden, aber Mikhail Gorbatschow soll gesagt haben: wissen Sie was, äh, lieber Robert Maxwell, kümmern Sie sich mal über die Computerspielrechte um, äh, um Tetris, die haben Sie ja, und alles andere ist nicht mehr ihr beritt. Das heißt, damit hat äh, der russische Staat Maxwell da ähm, ja den Zahn gezogen und damit war es klar, dass die Konsolenrechte nicht mehr bei Maxwell-Konzern lagen. Und daraus resultierte jetzt, du hast den, äh, die Gerichtsverhandlung schon angesprochen, ein Gerichtsverfahren. Denn Atari hatte ja schon Konsolenspieler und wollte die gerade in Amerika auf den Markt bringen. Und da war es dann so, dass irgendwann ein Brief kam zu Atari, in dem drin stand, äh, sie haben äh, nicht die Rechte an Tetris. Äh, insofern bitte... Season uh, uh, Desist, also eine Unterlassungserklärung, dass sie auf gar keinen Fall mehr das Spiel verkaufen sollten. Und das war ein Riesendesaster für Atari. Atari war eh schon angeschlagen zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe schon gesagt, wegen dem IT-Desaster, also der Konzern ähm, hatte Probleme. Der Konzern hatte zu dem Zeitpunkt, weil sie glaubten, dass sie die Rechte besitzen an Tetris, schon eine große Werbekampagne geschaltet. Die hatten in USA Today eine ganze Seite, eine Werbeanzeige für Tetris. Geschaltet, Spiele vorprogrammiert. Es ist wahnsinnig interessant, auch in dem Zusammenhang äh, die verschiedenen Werbeslogans sich anzugucken. Mhm. Äh, die unterscheiden sich nämlich, ich finde, so von, von ähm, der, der Aus, von der Wirkung her ähm, wirklich ganz immens. Also die haben äh, von Atari, die haben das angekündigt als The Russian Mind Game. Mhm. Mhm. Und ähm, Nintendo hat es dann hinterher angekündigt, From Russia with Fun und das ist so diametral entgegengesetzt dieses düstere A Russian Mind Game so ein mhm. bisschen zwielichtig alles und mhm. auf Manipulation hin und Nintendo einfach äh, from Russia with fun also natürlich schon ein bisschen mit dem Motiv spielend aber ähm, hat wahrscheinlich auch genau zu dem Zeitpunkt Wesentlich mehr den Nerv getroffen, allein mit diesem Werbeslogan, würde ich sagen. Nintendo ja generell von seiner so gesamten Ausrichtung bis heute als das familienfreundliche Unternehmen, das positive Unternehmen ja immer äh, auch vom Image her, da legt Nintendo ja großen Wert drauf. Und es gab dann tatsächlich den äh, Prozess. Äh, Hank Rogers hat dann gemeinsam mit Nintendo of America ähm, im Grunde genommen darauf gedrängt, dass Belikov auch sogar mit Elorg sich auf die Seite von Nintendo stellt. Und die Verträge haben, hatten sie auch alle eingehalten. Und es kam dann im Grunde genommen aber gar nicht zur Gerichtsverhandlung. Also Nintendo, äh, Atari hat die Klage eingereicht, die hatten sich vorher beraten lassen und anhand dieses merkwürdigen Konstruktes, das also von Mirrorsoft in Amerika, die Rechte dann rübergingen zu Spectrum Holobyte, Spectrum Holobyte dann die Rechte an Atari gegeben hat, haben alle gesagt, nö, ihr habt die Rechte, das ist alles geregelt. Aber sie hatten eben nicht diese rückwirkende Vertragsänderung mit der Definition, was ein Computer ist und was Robert Stein überhaupt an Rechten hatte, berücksichtigt. In dem Gerichts, Verfahren. Hat dann Atari tatsächlich gesagt, der Moment. Wenn das stimmen würde, das Gerät heißt ja in Japan Famicom, was ja die Abkürzung für Family Computer ist. Das heißt, damit hat Nintendo ja zugegeben, dass das Famicom und damit natürlich das bauidentische NES ein Computer ist. Und man hatte sich tatsächlich darauf vorbereitet, dass Belikov vor Gericht aussagen muss. Der ist tatsächlich von Moskau nach San Francisco auch gereist. Geschickt und worden ist der. Entsandt worden. Ja. Genau. Und er sagte in einem Interview, wenn ich das verkackt mhm. hätte, wäre ich wahrscheinlich im Gulag geendet. Und Hank Rogers und er hatten sich also darauf vorbereitet, auszusagen. Aber die Richterin in dem Prozess hat es gar nicht so weit kommen lassen, sondern hat ein Urteil anhand der Aktenlage gefällt und hat gesagt, nee, Ganz eindeutig, Spielekonsolen sind kein Computer, so wie es im Vertrag mit Robert Stein geregelt mhm. ist. Und damit hatte Atari die Rechte verloren. Die mussten alle Spiele vom Markt ziehen. Die hatten Hunderttausende von Konsolenspielen, die ja, also mal abgesehen vom Kunststoff, auch elektronische Bausteine beinhaltet haben, die danach vernichtet werden mussten. Also ein riesen finanzieller Verlust für Atari und ein Riesengewinn für Nintendo, die dann natürlich mit dem Game Boy zusammen Tetris äh, exklusiv zunächst mal vertreiben konnten und damit einen Riesengewinn gemacht haben. Und Alexa hat ja schon den Impact von Tetris auf dem Gameboy ähm, äh, geschildert und die allermeisten von euch werden das wohl auch nachvollziehen können. Jetzt könnte man sagen: spannende Geschichte, Verhandlungen in Russland sind dann im eisernen Vorhang. Das Interessante dabei ist tatsächlich, dass Alexei Pajitnov, nicht einen Cent gesehen hat in der ganzen Zeit, weil laut der russischen Philosophie, der Sowjetunion Philosophie, das Naja, er hat das ja ähm, quasi auf dem Arbeitsgerät Gerät. entwickelt. Und da hat der Staat dann gesagt, ja, wieso, das ist bei uns entwickelt worden. Das Individuum hat da nicht viel dran verloren in dem Prozess. Äh, das gehört uns. Natürlich gehört es uns. Und damit äh, verdiente der russische Staat die Sowjetunion über viele Jahre, also es ist halt jetzt ein bisschen in dieser Wandelzeit immer so ganz schwierig, was man, was man sagen soll. Die Sowjetunion war es dann wohl noch, die zerbrechende Sowjetunion verdiente an diesem Spiel, aber Alexej Pajitnov nicht. Der dann 1990 aber nach dem Zusammenbruch mit Hilfe von Hank 91, Rogers. Genau, 91. genau der, der lebt heute in Seattle oder zumindest war es im Jahr 2018 19 noch so mhm. und scheint sich immer noch so ganz gut mit Hank Rogers zu verstehen. Es gibt, werden wir euch auch verlinken, in in dem CNN-Artikel, in dem ein Foto von den beiden auf dem roten Platz aus den 80er Jahren ist, auch noch ein Foto von den beiden äh, aus dem Jahr 2018. Ähm, also, das scheint irgendwie so eine lebenslange Freundschaft zu sein ähm, mit den beiden. Mhm. Was ich auch ganz sympathisch finde, ist, dass Hank Rogers dann ähm, sich nicht nur für Spiele einsetzt, sozusagen, sondern jetzt auch inzwischen auch für Umweltprojekte, was ich, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Mhm. 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 Wir haben eine Person, die vielleicht auch in nächster Zeit wieder mehr in die Öffentlichkeit geraten wird, noch nicht angesprochen, nämlich einen Psychologen, der tatsächlich Tests... Durchgeführt hat. Wladimir hm. uh, Prochilko. Lass uns ganz kurz noch hm. die Geschichte zu Ende erzählen. Also nach Amerika rübergesiedelt, äh, Alexei Paschitnov, 1996, nach zehn Jahren dann, so war es vereinbart mit der Akademie der Wissenschaften, fielen 50 Prozent der Rechte an Tetris äh, wieder oder wurden wieder frei. Die konnte äh, Paschitnov gemeinsam mit Rogers kaufen, hat dann die Tetris-Company gegründet. Die haben dann letzten Später. Endes sogar Elog äh, gekauft. Und ähm, sind damit jetzt diejenigen, die alle Rechte haben. Und inzwischen gibt es dann auch so eine Art, äh, aus, der, aus der Film- und Fernsehbranche gibt es den Begriff Bibel, also es hat nichts Religiöses, aber ein, ein Handbuch, an das sich jetzt alle Lizenznehmer halten müssen, die ein Tetris-Spiel entwickeln müssen. Unter anderem steht da drin, dass jedes Tetris-Spiel, was heute veröffentlicht wird, eine Version von Korobineki enthalten muss. Ähm, also dieses Lied Ich glaube, es muss war Motiv C, oder? <laughs> Auf dem nee, Gameboy? Nee, Motiv A. Motiv C so. war, glaube ich, tatsächlich irgendwas von Bach oder so. Ah, okay, nee, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Nee, es war, glaube ich, immer Theme. Theme A auf dem Game Boy. Und ich glaube, es war das Einzige, was ich jemals hat. hatte. <lacht> 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 Und jetzt verdient tatsächlich äh, Paschitnov am Spiel. Er hat zwischendurch irgendwann mal bei Microsoft gearbeitet, ähm, einige Jahre. Er hatte sich ganz am Anfang selbstständig gemacht und da kommen wir nämlich gleich auch auf, auf äh, Wladimir Pochilko mit dem zusammen. Die sind nämlich zusammen übergesiedelt aus äh, äh, Moskau in die Vereinigten Staaten, aber die eigene Firma hat nicht so richtig abgehoben. Er hat dann für Microsoft gearbeitet und wie gesagt, jetzt ist er Rechteinhaber Und jetzt muss man schon sagen, es ist auch ein bisschen streitbar. Er hat dem Vadim Gerasimov ja. dann irgendwann einen Vertrag unter die Nase gehalten und gesagt, das muss er jetzt ganz dringend unterschreiben, damit wir alle verdienen können. Und Vadim Gerasimov schreibt auf seiner eigenen Internetseite, das werden wir euch auch verlinken, dass er das getan hat und hat da äh, Alexei Pajitnov äh, vertraut. Und Gerasimov ist heute bei Google. Ne? Der ist heute bei Google, arbeitet er genau, aber er hat... Quasi da alle Rechte abgetreten, mhm. äh, obwohl er ja der Erste ist, der die MS-DOS-Version programmiert hat äh, von Tetris. Das liest man heute auch immer weniger, dass diese MS-DOS-Version von Gerasimov ist. Und verdient hat er an Tetris auch, also wirklich gar keinen Cent. Und ähm, nach dieser Rechteabtretung, die er da unterschrieben hat, hat dann verschieden auch ein Patent auf Tetris angemeldet. Also der hat dann schon auch einen ordentlichen Schluck Kapitalismus getrunken und dann verstanden. Dass er dann irgendwann doch äh, zu Geld kommt, nachdem er natürlich viele Jahre auch nicht verdient hat, mhm. das muss man auch sagen. Jetzt kommen wir noch mal zu. Ja, Vladimir hatte relativ enge Verbindungen zu Pajitnov und ähm, wird auch in manchen Veröffentlichungen sozusagen als als Co-Erfinder oder ähm, ja unter anderem Erfinder von, von Tetris mitgenannt. Mhm. Das ist jetzt die Frage, wie weit da seine Beteiligung gegangen ist. Ähm, er wird beschrieben als ein Unternehmer, äh, aber auch Psychologe und ein Spezialist für Mensch-Computer-Interaktion. Und er war tatsächlich derjenige, der recht früh schon Tests äh, durchgeführt hat. Ähm, und Experimente, die eben Tetris auch ähm, umfasst haben. Mhm. Also er hat geguckt wahrscheinlich, welche Auswirkungen auf die menschliche Psyche äh, Tetris hat und hat da Experimente durchgeführt. Äh, ist, dann, äh, ist dann, wie du beschrieben hast, äh, in die USA übergesiedelt. Und äh, jetzt kommt ein sehr tragischer Teil, hat dann äh, 1998 wohl äh, seinem Leben ein Ende gesetzt und auch seine Familie mit in den Tod genommen. Und wir sprechen deswegen jetzt auch nochmal ihn als Person an, weil es ähm, letztes Jahr äh, eine eine Doku gegeben hat, eine True Crime Doku, die sich nochmal mit diesem Fall äh, des Mord-Selbstmords... Ähm, äh, beschäftigt Eine mehrteilige Doku, die das nochmal aufrollt, wo auch die damals ermittelnde äh, Polizeibeamtin nochmal zur Sprache kommt. Und wir wollen es einfach nur der Vollständigkeit äh, erwähnen. Wir haben uns das nicht angeschaut. Wir werden uns die Doku wahrscheinlich auch nicht ansehen, weil Sache selber, Alexander, wir so ein bisschen Probleme mit... Dieser Form von True Crime. Ja, ähm, also du hast, haben. du hast einen Artikel rausgesucht. Mhm. Wir haben überlegt, ob wir das auch noch reinpacken. weil jetzt auf den Tacho guckt und schaut, wie lange er uns schon zugehört hat, das wäre jetzt noch mal ein ganz neues Kapitel. Das könnte man auch machen. Aber in einem längeren Interview zu dieser True Crime Doku-Serie äh, zu Vladimir Pochilko sagt dann die Beamtin, als ich den Raum betreten habe, war mir schon klar, das kann alles nicht mhm. normal sein. Das, da muss was Ungewöhnliches dran sein. Und irgendwie haben wir da so einen. Inzwischen so ein kleines Problem mit. Wer Interesse hat, wird da sicherlich äh, schnell fündig werden und kann sich das ja. äh, anschauen und the durchlesen. Der Titel The Tetris Murders, also mh, ja. Ja. Also, das ist eine Geschichte, ähm, wer da Interesse hatte, weiter reinzulesen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben uns für diese Episode bewusst entdeckt dagegen entschieden, dieses Thema aufzubereiten. Was wir aber nochmal erwähnen können, Alexa hat es gerade schon angedeutet, dass äh, Porilko ja geforscht hat zu dem Thema und interessanterweise ist, wenn man in PubMed, das ist so die gr größte äh, Datenbank für medizinische wissenschaftliche Literatur, wenn man da einfach mal Tetris eingibt, findet man 169 ähm, Artikel rund um das Thema Tetris und man findet auch eine ganze Reihe von randomisierten Kontrollstudien. Das heißt, es ist noch so ein interessantes Phänomen, dass Tetris an sich ähm, auch Teil von Forschung geworden ist. Und das geht hin zu posttraumatischer Belastungsstörung, zu der Frage, kann Tetris oder der sogenannte Tetris-Effekt, den es inzwischen so in der semi-wissenschaftlichen Welt zumindest mal gibt oder auch von Wissenschaftlern gelegentlich benutzt wird, also die Tatsache, dass regelmäßiges Spielen von Tetris einen positiven Effekt auf die neuronale Entwicklung des Gehirns haben kann. Da würden neue Verbindungen hergestellt, gewisse problemlöse Fähigkeiten würden gesteigert, wenn man regelmäßig Tetris spielt. Ich habe mir diese ganzen Studien nicht angeschaut. Ist immer so die Frage, wie das dann operationalisiert ist. Das heißt, wie misst man denn dann die Steigerung von kognitiven Fähigkeiten? Wer das mag, ich kann die Suche in PubMed mal auch unter die Folge verlinken, dann könnt ihr euch da selber 169 Artikel zu durchlesen. Zeigt allerdings natürlich den, den Impact, den Tetris hatte, Und auch auf Forschende. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dieser Tetris-Effekt. Also dass du entweder, also wenn du lange gespielt hast, entweder so vor deinem äh, geistigen Auge fallende Steine siehst oder dass du das Gefühl hast im Alltag. Äh, wenn du einen Kofferraum packst oder so, dass du irgendwie das Gefühl hast, du machst das so wie bei Tetris und packst da die Formen irgendwie zusammen, sodass sie passen, äh, kann ich aus Erfahrung bestätigen. Das ist natürlich eine Anekdote und äh, sind keine Daten. Aber mir ist es selber ganz, ganz oft so gegangen, wenn ich, wenn ich viel gespielt habe. Und das ist, äh, ja, ich finde, es ist zumindest spannend, sich mit dieser Auswirkung von, von Tetris zu beschäftigen. Äh, das führt sogar so weit, dass es eine Folge von den Simpsons gibt, wo Homer beim Packen des Autos anfängt ja. Tetris zu spielen und dann Lisa und Bart äh, in so Tetris form äh, in, in den Kofferraum steckt. Das ist die Folge The Strong Arms of the Mar äh, aus dem Jahr 2003. Also das zeigt schon natürlich den kulturellen Impact, den den Tetris hat. Und bis heute, wenn man so ein bisschen Tetris spielt, mir ist es auch so gegangen, als ich die alten Versionen rausgesucht habe und die angeschmissen habe. Man spielt einfach erstmal ein paar Level. Man kommt nicht Nein. drum rum das zu tun. Und das ist interessant, dass du das nochmal ansprichst, denn ich darf natürlich diese Folge nicht beenden, ohne zu erwähnen, dass es eine Star Trek-Folge gibt, die ah, von Tetris inspiriert natürlich. wurde. Und zwar in der fünften Staffel, die Episode 6, The Game, in der Wesley Crusher, ein, nee, Quatsch, Riker bringt ein Spiel mit von einem Vergnügungsausflug und auf einmal sind alle süchtig und es entpuppt sich aber als Manipulationsversuch, dieses Spiel. Und die diese Folge bzw. der Plot wurde, also die Folge ähm, ist 1991 ähm, erschienen und äh, zum ersten Mal gelaufen. Und der Plot wurde ähm, vorgeschlagen von Fred Bronson und Susan Sackett. Und Fred Bronson hat sich dann hinterher äh, mal dazu geäußert und hat gesagt, äh, ja, das war schon der Tatsache geschuldet, dass ich... Ähm, immer Tetris auf dem Computer dabei hatte und wenn ich mal abschalten wollte, dann habe ich halt Tetris gespielt und das war total süchtig machend und deswegen bin ich auf diese Idee gekommen. Ähm, das interessante ist und das ist eine gut, gute Herleitung, die kommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wir haben jetzt so viel gelesen darüber von äh, Alexej Pajitnov sogar selber. Ähm, vielleicht war es auch äh, jemand anders, der im Grunde genommen gesagt hat, bei Tetris, also Menschen, also wir haben ja gerne Belohnung und wenn so eine Reihe weggeht bei Tetris, dann ist das äh, natürlich belohnend, weil dann haben wir was tolles gemacht, wir haben Dinge sortiert, auch das mögen wir gerne ordentliche Wir wollen Sachen. gerne Ordnung schaffen im Ordnung Chaos. Schaffen, genau, Ordnung schaffen. <laughs> ja. Und das Interessante beim Spiel Tetris ist, wenn das nicht gelingt, bleibt die Unordnung ja für uns erhalten und bleibt wie so ein Haken im Gehirn. Wir wissen ja, dass zwei Reihen drunter noch eine Lücke ist. Und wenn nur der richtige Stein kommt, dann können wir aber auch diese Lücke schließen. Das heißt, wir haben so einen Vorhalt von Belohnung. Und wir sehen immer nur die Fehler, weil immer nur die Fehler sichtbar bleiben und genau. bestehen bleiben. Genau. Und man will die Fehler aber ausräumen. Mhm. Man hat theoretisch ja die Chance, bei Tetris diese Fehler auszuräumen. Und das. Äh, macht offensichtlich einen großen Reiz dieses Spielprinzips aus. Norfat hat wohl noch äh, das ein bisschen auf Frauen bezogen, was ich dann wieder fragwürdig finde und er meinte, das sei der Grund, warum Frauen das so gerne spielen, weil Frauen so gerne Ordnung schaffen und es äh, was konstruktives ist und sehr viele Videospiele zu der Zeit eher destruktiv gewesen sind. Naja. Das war mal so Vielleicht ist es einfach aber auch so, also, hat sich ja die Gaming-Szene mhm. hat sich sowieso natürlich komplett verändert, aber Casual Games sprechen halt natürlich mehr Menschen an als Spiele, wo man Schiffe versenkt oder mit Waffen durch die Gegend läuft. Wobei sich das ja heute auch alles ja. geändert hat. Das muss man natürlich auch äh, sagen. Haben wir auch schon im in Toxic Gaming, mhm. äh, im Nachsitzen darüber gesprochen. Also, eine, ein, ein instanter Bogen hoffentlich, den wir euch hier nachzeichnen konnten. Drei amerikanische, äh, und ein Japan, also zwei mhm. westliche Konzerne, man weiß gar nicht, also Großbritannien, die Vereinigten Staaten, ja. Japan und dann jeweils die unterschiedlichen Vernetzungen, der reichste. Konzern Großbritanniens alle haben um dieses Spiel gerungen, um dieses kleine Spiel, was in einem Rechenzentrum auf einem Mainframe und dann später auf einer Elektronika 60 äh, im Grunde genommen entwickelt worden ist und als Shareware erstmal die Sowjetunion überzogen hat. Und wir haben dieses Thema jetzt dann auch aufgegriffen, als ich gesehen habe, dass es eben auf Apple plus demnächst einen Film geben wird. Der wohl die Geschichte von Hank Rogers nachzeichnen soll. Und nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, ja, die Geschichte ist natürlich cool und da sind sehr viele 80er-Jahre-Bezüge, mm. was natürlich auch sehr lustig sein wird. Also der Soundtrack, der so im Hintergrund läuft, ist Final Countdown. <laughs> äh, das, das bewegt natürlich in Menschen unserer Generation ganz viel. Aber da waren auch so ein paar Sequenzen dabei, wo ich gedacht habe, uh, da werden vielleicht Menschen den falschen Eindruck davon bekommen und deswegen haben wir schon mal im Vorgriff äh, diese Epido Episode debunked Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal einen YouTube-Kanal empfehlen, der äh, dazu geführt hat, dass ich überhaupt auf das Thema auf, äh, oder gestoßen bin. Das ist nämlich der Gaming Historian. Der hat darüber auch eine sehr schöne Dokumentation gemacht. Die kann man sich auch anschauen, werden wir auch verlinken. Ähm, ich habe dann hinter dem, wie gesagt, hinterher auch haben wir uns viele andere Dinge angeschaut, die BBC Doku, die wahrscheinlich auch den Gaming Historien irgendwie inspiriert haben wird, aber äh, es ist sowieso ein die, netter Kanal. Äh, die BBC Doku ist von 2004, mhm. meine ich mich zu erinnern, genau. ja. Genau. Ja, also das zur Geschichte von Tetris und äh, vielleicht sagen wir es auch nochmal letztendlich, der Tetris selber ist das Gleichzeitige Auflösen von vier Reihen, das ist das mhm. Maximum, was man mit einem mal wegmachen kann, weil es gibt eben den Tetromino, der einen breit und vier hoch ist und mit dem kann man... Vier Reihen auf einmal wegmachen. Und das war dann auch Hank Rogers ganz wichtig, der gesagt hat: Naja, das haben wir bei vielen anderen Spielen, bei Romy und bei Jin und wo auch immer, dass man sozusagen den Spiel, Bingo. Bingo, <laughs> den Spielennamen nochmal benutzt. Und deswegen hat man ja. eben sehr darauf gepusht, dass wenn man vier Reihen auf einmal wegmacht, das ein Tetris ist. Ich glaube, gerufen habe ich das aber nie. Nee. Man hat sich nur gefreut. Mhm. Man hatte einen kurzen Stille Glücksmoment Freude. beim Spielen. Genau. Ah die Geschichte von Tetris. Wer hätte gedacht, dass wir da so lange drüber reden, aber es ist eine ganz spannende Geschichte. Es hat ganz viel mit dem eisernen Vorhang zu tun und ähm, ja, erzählenswert finde ich. Und jetzt bin ich mal selber sehr gespannt ähm, auf den Film, werde mir den natürlich anschauen und dann gucke ich mal, wie viel von der wahren Geschichte dann in diesem Film übergeblieben ist. Aber bevor wir diese Folge beenden, äh, Alexa, würde ich jetzt doch nochmal ganz gerne wissen, auf welchen Taschenrechner man denn nun Tetris spielen kann oder nicht. Die Auflösung. Also die Geschichte, dass man nach Eingabe einer bestimmten Zahlenkombination und plus-minus gleichzeitig drücken auf einem Canon-Calculator Tetris spielen kann. Die stimmt leider nicht. Das spielt natürlich so ein bisschen an auf die Tatsache wiederum, dass Tetris für mehr als 65 Plattformen erschienen ist und damit auch einen Weltrekord hält. Und das ist natürlich schon ein beeindruckendes Fakt, aber dieses Video, was bei YouTube sich wahrscheinlich immer noch großer Beliebtheit erfreut und wo man das quasi sehen kann, wie jemand das macht, also diese Zahlenkombination eingeben und dann Tetris spielen, ist doch eher der Schnittfähigkeit desjenigen geschuldet, der das herausgegeben hat. Also der Account heißt Brasspub und äh, dieser Youtuber dieser Mensch der das also ins Netz gestellt hat hat auch drunter geschrieben this video is just for fun und uh, just testing my uh, editing skills also da probiert jemand nur seine Fähigkeit uh, Videos zu schneiden aus also das stimmt leider nicht es gibt so grafische äh, Taschenrechner bei denen das wohl geht aber auch nicht indem man da einen geheimen Code eingibt sondern da muss man natürlich dann dafür sorgen dass die Software da irgendwie drauf läuft Genau, wer wissen möchte, auf welchen Systemen das jetzt alles läuft und der Weltrekord äh, Gültigkeit hat, das sind glaube ich 65 Systeme, der liest im 2011er Guinness Buch der Rekorde nach, da ist es dann nämlich gelistet worden als das Spiel mit den meisten Umsetzungen äh, und ich glaube inzwischen ist da sowieso die Frage, wenn man jetzt jedes einzelne Handy-Modell rechnen würde, mhm. man muss ja dann eher sagen Android, also es ist unfassbar oft umgesetzt worden. Und vielleicht gibt es inzwischen auch ein Hack, dass man es auch auf dem Canon <laughs> Ja, wenn man die alten Dinger noch hat. Ich <laughs> weiß nicht. Keine Ahnung. Damit sind wir am Ende der 314. Episode. Mal wieder was komplett anderes. Etwas, über das wir gestolpert sind, was ich aber unglaublich spannend fand und wo wir jetzt endlich mal die Zeit hatten, uns da so ein bisschen reinzufräsen in das Thema. Vielen Dank an all diejenigen, die uns unterstützen bei unserer Arbeit äh, da draußen. Das freut uns außerordentlich. Wir haben auch die ersten äh, Rückmeldungen bekommen. Es, es sind tatsächlich Eintrittskarten für die ersten drei Location Leipzig, München und Berlin von Huxley Live im Januar 2024 verkauft worden. Also wir sind das Schon mal nicht alleine. Das ist ähm, ja, danke euch. Äh, super. Wer da Interesse hat, schaut nochmal auf unsere Homepage. Es kommen demnächst weitere Spielorte noch dazu. Und dann schaut mal, ob ihr da vorbeischauen könnt. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, wenn das jetzt super anläuft und wir viele Karten verkaufen können, dann wären es vielleicht nochmal mehr Spielorte äh, in der Zukunft. Aber wir wollten erstmal langsam starten damit es, wenn es scheitert, nicht so super doll peinlich ist. Aber äh, es läuft ganz gut an und wir sind ganz glücklich darüber. Äh, also vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle, die uns äh, unterstützen per Dauerauftrag, äh, Patreon oder Paypal. Auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Das finanziert uns hier natürlich. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge, die mhm. wir machen. Wir freuen uns übrigens auch sehr auf den Real Life. Am 15. Yo. März, da könnt ihr noch abstimmen. Das werde ich auch nochmal äh, verlinken. Welche, also ich habe drei Folgen zur Auswahl gestellt oder wir haben drei Folgen zur Auswahl gestellt und da könnt ihr euch dann entscheiden, was ihr gemeinsam mit uns am 15. März hören wollt. Der erste Relive, den findet man auf äh, YouTube bei den äh, Wild Mics, kann man sich das nochmal anschauen. Und das war für uns ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Da waren viele von euch dabei. Wir haben sehr viel Spaß gemeinsam gehabt. Wir konnten Fragen beantworten und das wollen wir auch weiterhin Monat... Haben wir ja, aber gelacht. <laughs> ja, also. Mal na, gucken, ob das immer so äh, ich sagen. völlig hysterisch lustig wird. Vielleicht auch nicht, vielleicht ja. wird es auch mal ernst. Ja. Vielleicht äh, es ist es auch ein Thema, was wir gemeinsam mit euch nochmal besprechen werden. Aber diesen monatlichen Termin, dass wir mit euch gemeinsam äh, uns das anhören und anschauen, hier klopft gerade eine Katze herum <laughs> auf dem Schreibtisch. Ähm, der soll bleiben. Das macht uns sehr viel Spaß und da würden wir uns freuen, wenn wir uns da am 15. März gemeinsam um 20 Uhr auch nochmal sehen können. So, ich glaube, jetzt habe ich hier alles, was auf meinem imaginären Zettel ja, steht. Und wenn, wenn, wenn Lilly Daumen hätte, Skeptiket Lilly, dann würde sie auch Tetris spielen, bestimmt. Sie würde sich auch die Futterdose öffnen. Ja. Das muss man jetzt nämlich gleich machen, mhm. damit sie dann auch mal was zu essen kriegt. Vielen Dank an euch da draußen. Der Februar war ein schöner Monat und auch der März wird toll. Wir haben... Themen ohne Ende auf der Liste, die wir nach und nach vorbereiten können. Es macht so viel Spaß, sich in Ruhe jetzt um Themen zu kümmern. Ich kann es euch nicht sagen. Im März werde ich mal wieder so einen kleinen Buchhaltungskut geben, wie viel Prozent der Hörenden uns unterstützen. Das machen wir immer einmal im Monat. Aber das geht jetzt noch nicht, weil der Februar noch nicht vorbei ist, jetzt wo wir aufnehmen. Also macht's gut, passt auf euch auf und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla-Unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.